Gut, wenn ihr soweit seid, dann würde ich für Zhao runterzählen und Rylan kriegt dann gleich nochmal einen extra Countdown. No. Alles klar, dann geht's los in 3, 2, 1, go! Und Rylan in 4, 3, 2, 1, go! Wir müssen daran denken, bei Zhao sehen wir das Ganze ein klein wenig zeitverzögert, weil das sein Twitch-Feed ist, den wir da abgreifen. Dadurch ist das natürlich mit einem üblichen Delay versehen und keine Direktübertragung. Ihr habt es ja gesehen, es waren so ungefähr 3 Sekunden Verzögerung. Fischl und Cookies sind auch gut zum Schild abbauen, das stimmt ja. Die Wetten sind immer so schnell. Also wir können Ja. theoretisch während der Pick-Phase die Wetten komplett laufen lassen, dass die vielleicht so 5 Ich sehe Minuten nichts mehr. laufen in dem Ja, Moment. ja. Skara einfach mit Air gefreeze. Ist das Kacke auf MyPad? Ich bin nicht mehr. Entschuldigung. Beide relativ gleich auf. Aber der Skara hat jetzt vorgelegt. Zhao sucht noch Kenki. Ja, ich sehe halt auf dem iPad nichts. Ah. Kacke. Jetzt ist der Kenki down. Glaube ich, iPad ist schon eine Herausforderung. Also, hast du jetzt eigentlich Tastatur und so dazu geholt oder hast du es gelassen? Ich hatte es vor, ich mache alles rechtzeitig an. Ah, Und okay. dementsprechend muss ich jetzt umplanen. Das ist natürlich wirklich sehr schwer. Also, gerade ich als PC-Spieler fühle das natürlich, dann auf so einem Tablet zu spielen, ist praktisch nicht möglich. Aber an der Stelle auf jeden Fall schon mal ganz, ganz viel Respekt draus, dass du trotzdem teilnimmst und ich sag's ja, nee, skip. Dass du sagst, ich probier's trotzdem. Ich muss mitmachen. Redakt wäre sonst sauer auf mich geworden. Ach so, gut. Also haben wir einen safen Teilnehmer für die Zukunft, weil Bredark immer sauer wird. Sehr schön. Ja, ich muss eh nochmal mitmachen. Ich muss noch gegen ihn antreten. Ah, okay. Darauf ist er aus. Ist so interessant, nur 3 Chars an der Seite zu sehen. Ja, true, ne? So, Rylan ist jetzt fertig mit 12-1. Ach du Währenddessen Scheiße. Zhao hier noch bei den Hydro-Blase-Elementieren. Who knows what it really is? Game Controller würde am iPad gehen, das würde gehen, ja. Rein theoretisch schon, hätte ich ein. Genau deswegen nicht teilgenommen, weil Mobile App is Pain ist. Fühle ich. Ich habe Mobile die 36 geholt, war zu doof für Controller. Krass, Leica, krass. Hallo, Also ich könnte danke. weder Controller noch Mobile. Ja, ich glaube, die Zeit auf Verzweiflung gerade, aber sonst alles super. Tablet und dann noch Aimshot Javeline, ja, also. Das ist nicht das Problem. Ach, das ist nicht das. Okay. Das ist nicht das Problem. Es ist nur das Drehen generell. Weil es verdammt langsam ist. Ja. Das wäre auch so also eins meiner größten Probleme. Stier, hast du gewonnen? Du siehst hier drüben, da, also da, wo meine Hand verschwindet, da drüben, siehst du den Turnierbaum. Mann, Christ mit Controller? Oh Gott. Gehen Sie mir weg. Oh, also ich Aber hab gehört, du Rylan. nimmst Controller Screen. Rylan rasiert hier durch. 12-2 schon in der Na. zweiten Hälfte. Das ist, glaube ich, sogar schon gelaufen. Am PC ist das halt so viel einfacher. Das tut mir wirklich ein bisschen leid, das zu sehen. Das ist so schade. Ja, mir Ja, auch.
Also vor allem, wenn man Mobile-Gameplay gewohnt ist, dann mag das noch gehen, ne? Aber wenn man das halt nicht so gewohnt ist, dann ist es halt schrecklich. Also ich kenn's ja aus dem Urlaub, wo ich die Dailies schon auf Mobile machen muss, das ist immer Pain. Die lasse ich momentan alle machen. Das verstehe ich völlig. Aber ich muss jetzt halt einfach hoffen, dass Ryder ein Zimmer verkackt. Ja, stimmt, Skara ist aus Papier. Das kann natürlich sein, dass der einfach mal auseinanderfällt. Ja, das passiert unten, aber nicht, wenn ich ihn oben spiele. Okay. Aber unten kann man wer anders aus den Latschen kippen, theoretisch. Der Haytham, der legt sich gerne mal schlafen. Nur weil Fischl ihm eine gute Nachtgeschichte vorgelesen hat. Zhao fängt jetzt mit der Krabbe an, oder hat schon ein bisschen angefangen. Währenddessen Reilein das Skarakus noch von der Eremitentänzerin geärgert. Na super. Und da ist Herr Haytham gestorben bei Zhao. Hallo. Bin ich auf der Arbeit, nutze ich mein Handy für Genshin, zu Hause den PC, ja, verstehe das auch. Also ich kann es Mobile wirklich gar nicht. So, Freilein ist jetzt in 12-3 zweiter Hälfte angekommen. Gegen die Tänzer. Es ist schon. Also natürlich gönne ich Freilein auch den Sieg, aber es ist schon schade so. Mobile, ich fühl halt diesen Schmerz so sehr. Ne? Mobile Gameplay ist so schmerzhaft. Wenn man es halt gar nicht gewohnt ist. Weil man sieht, komm schon. An den Zahlen, die Charakter machen, daran liegt es nicht. Machst du nichts bei dem Handicap? Nee, dann machst du wirklich nichts. Fühlt sich auch recht schnell an Mobile, wenn man mal 3 Wochen gespielt hat, geht's voll. Also ich hab's mal eine Woche gemacht, ich war so froh, als es vorbei war. Krabbe musste schon wieder neu gestartet werden, währenddessen bei Reilern die Tänzer auf 50% HP. Zeiten von Reilern sind ja schon ziemlich gut, das kommt noch dazu. Reilern macht da halt auch gute Zeiten, ja. Wie gesagt, wenn man sich die Zahlen von Zhao's Chars anguckt, dann sind da auch sehr gute Zeiten drin, ne? Die Chars sind schon gut gebaut, das ist halt wirklich einfach nur das Input-Medium, was hier dafür gesorgt hat, dass Reilein jetzt gewonnen hat und bei Zhao die Krabbe noch 50% HP hat. Na, am PC sieht es halt alles anders aus. Nächstes Mal dann. Genau. Na. Nächstes Mal. Geht's halt Reilein. Oder Schneewi schmeißt mich nächstes Mal wieder raus. Hey, nächstes Mal schmeiß ich dich raus. Ich werde einfach das Rad manipulieren. Okay, beziehungsweise das tut ein Video an. Ich sag, ja, dann soll es umschreiben.